Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es wieder ein schönes Dreieckstuch für euch, beziehungsweise ein Rautentuch, das allerdings in Dreiecksform gehäkelt wird. Also es werden immer zwei Seiten gehäkelt mit einer Spitze. Und so hübsch sieht dann das Endergebnis aus. Und wie ich das genau gemacht habe, zeige ich euch natürlich jetzt. So ihr Lieben, ich benutze diese Special Edition Wolle dafür. Ihr seht viele Blau- und Grüntöne drin, schöne Farbverlaufswolle. 100 Gramm sind das, 180 Meter für 7er Nadeln. Ich benutze allerdings eine größere, ich habe hier die 9er Nadel tatsächlich. Ich suche auch einmal die Zusammensetzung für euch raus. Einmal schauen. 60% Schurwolle, 40% Acryl oder Polyacryl. Und dann hole ich mir einmal die Mitte aus dem Knäulchen hier raus und dann geht's auch schon los. So, hier habe ich den Anfangsfaden gefunden. Los geht's also mit Grün. Und ich starte im magischen Ring. Dafür einmal um die Finger legen. Mit der Nadel reingehen und den Faden hochholen. Nicht zuziehen, sondern den Ring erstmal liegen lassen. Den Arbeitsfaden wie gewohnt auf die Hand nehmen und 4 Luftmaschen nehmen. 1, 2, 3, 4. 3 für die Höhe, 1 schon für den Abstand und dann häkle ich ein Stäbchen. So, ein bisschen Wolle nachholen und ein bisschen sortieren. Dann habe ich hier also mein erstes Stäbchen gehäkelt. Dann habe ich hier mein erstes Stäbchen gehäkelt. Weiter geht's mit einer Luftmasche. Dann kommt wieder ein Stäbchen. Und dann 2 Luftmaschen. 1, 2. Damit bin ich jetzt schon in der Spitze meines Dreiecks. Ich häkle jetzt also zurück und häkle wieder ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche, wieder ein Stäbchen. So, wieder ein bisschen Faden nachholen. Und dann kann ich das Ganze schon mal so ein bisschen vergleichen. Ich habe mit der Luftmaschenkette angefangen. 4 Luftmaschen. Dann 2 Stäbchen hier mit der Luftmasche dazwischen. Dann 2 Luftmaschen dazwischen. Und hier wieder 2 Stäbchen mit einer Luftmasche dazwischen. Um das Ganze jetzt zu vervollständigen, fehlt natürlich noch eine Entsprechung von den 4 Luftmaschen vom Anfang. Und dafür mache ich jetzt eine Luftmasche. Und noch ein weiteres Stäbchen. Und damit ist meine erste Reihe, meine erste Runde auch schon fertig. Und ich kann jetzt einfach hier den Anfangsfaden nehmen, das Ganze zusammenziehen. Wird immer kleiner, bis es dann verschwindet. Und ich diesen Bogen bekomme, der Start meines Dreiecks ist. Ich habe hier hinten mal so ein bisschen Faden nachgeholt und zeige euch jetzt die zweite Runde. Es geht auch super einfach weiter. Ich starte wieder mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Dann einmal alles umdrehen. Und ich habe jetzt immer hier diese Luftmaschen der Vorrunde. Das sind immer meine Einstichstellen. Die erste Einstichstelle liegt also direkt hier. Einfach drumherum stechen. Erstes Stäbchen, wieder eine Luftmasche, dann ist hier die zweite Einstichstelle, natürlich den Umschlag nicht vergessen, um das Stäbchen zu häkeln. Zweites Stäbchen, wieder einen Umschlag, wieder eine Luftmasche, Entschuldigung, und dann hier oben wieder Stäbchen hinein. Erstes Stäbchen, damit habe ich hier 1, 2, 3 Stäbchen an der Seite gehäkelt und 4 im Endeffekt mit der Luftmaschenkette vom Anfang. Da ist also 1 dazugekommen.
Dann kommen hier oben zwei Luftmaschen in die Spitze. Und es geht an der anderen Seite wieder zurück mit dem ersten Stäbchen, der Luftmasche, dem zweiten Stäbchen, wieder einer Luftmasche. Und dann bin ich hier unten in der letzten Einstichstelle. Dort kommt auch ein Stäbchen hinein. Damit habe ich drei Stäbchen gehäkelt und es fehlt jetzt natürlich noch die Entsprechung von der Luftmaschenkette vom Anfang. Dafür nehme ich wieder eine Luftmasche und ein letztes Stäbchen. Und so sieht mein Gehäkeltes inzwischen dann aus. Das Dreieck wird größer. Ihr seht, wie schnell das Ganze tatsächlich wächst. Ich habe hier mit drei Stäbchen bzw. in Entsprechung mit den Luftmaschenketten am Anfang angefangen. Dann habe ich jetzt 4, 1, 2, 3, 4 und so einfach geht es in der nächsten Runde auch weiter. Wieder 3 für die Höhe, 1 für den Abstand bzw. als Einstichstelle für die nächste Runde und ich starte wieder mit dem Stäbchen, der Luftmasche, dem nächsten Stäbchen, der nächsten Luftmasche. Stäbchen, Einstichstellen sind auch super einfach zu finden. Dann bin ich schon wieder hier in der Spitze. Es wird eben einfach nur herumgestochen, nicht eingestochen. Wieder 2 für die Spitze. In die Spitze natürlich auch wieder die beiden häkeln. Und dann geht es an der Gegenseite des Dreiecks natürlich schon wieder zurück. Dann bin ich hier unten schon wieder angekommen, habe jetzt 1, 2, 3, 4 an der Seite gehäkelt. Das fünfte folgt jetzt. Und ich bin mit meiner dritten Reihe auch fertig. So entwickelt sich das eben immer weiter. Es ist super schön locker, ganz, ganz flauschig, eben natürlich durch die große Nadel. Das ist sehr locker und eben auch, es wächst sehr schnell auch durch das Lochmuster. Und ihr seht, man kann es jetzt schon so ein bisschen übereinander legen. Durch den Farbverlauf geben sich dann natürlich sehr, sehr schöne Kombinationen. Und ich werde das jetzt noch so ein bisschen weiter häkeln, euch dann natürlich nochmal ein Zwischenergebnis zeigen und selbstverständlich auch den gesamten Schal. So ihr Lieben, hier gibt es jetzt ein Update für euch und ihr seht, das Tuch entwickelt sich sehr, sehr schön. Schönes Lochmuster, ein toller Farbverlauf drin und es wird jetzt auch die Form deutlich. Ich häkle es zwar als Dreieckstuch, aber ihr seht, es bekommt mehr so eine Rautenform. Also zwei flache Spitzen, einmal hier oben die und dann die Spitze, in der ich gestartet bin. Und hier gehe ich einmal so zu den Seiten rüber. Hier so klassische Dreieckstuchspitzen. Also ein bisschen flacher der Winkel. Hier oben also kein rechter Winkel. Hier unten habe ich dann den zweiten flachen Winkel. Und dazwischen eben die Spitzenwinkel. Das Tuch wird dann natürlich am besten einfach so ein bisschen zusammengezogen. Ich zeige euch das natürlich später nochmal. Und dann aber einfach wie ein normales Dreieckstuch getragen. Hier habe ich jetzt den fertigen Schal, wie ihr seht. Wirklich mit dem wirklich schönen. Hier habe ich jetzt den fertigen Schal und auch so die Raffung habe ich hier schon einmal gemacht, so wie ich es eben ja gesagt habe. Also einfach den Mittelteil zusammenziehen, dann habt ihr hier wirklich richtig, richtig schönes Volumen drin. Und zu den Seiten wird es dann immer schmaler. Kann damit dann schön einmal so um den Hals getragen werden. Und vorne hängen dann die beiden schmalen Teile einfach so ein bisschen runter. Dafür hat er auch eine schöne Länge. Hier könnt ihr auch nochmal wirklich den schönen Farbverlauf sehen. Viele schöne Blau- und Grüntöne drin. So ein bisschen Braun und Bronze hier in der Mitte. Und hier habe ich jetzt auch den Endfaden. Hier habe ich jetzt die Endschlinge liegen und die kann ich jetzt einfach rausziehen. Ihr seht, ich habe nur noch ein kurzes Stück an Wolle tatsächlich übrig.
Der wird jetzt einfach vernäht, der Endfaden. Und hier habe ich natürlich auch den Startfaden. Der wird auch noch vernäht. Und dann ist mein schönes Tuch auch schon komplett fertig. Ihr seht hier auch nochmal, wie locker es wirklich gehäkelt ist, wie flauschig das Ganze ist. Wirklich ein sehr, sehr schönes Tuch, so für die Übergangszeit. Und ich hoffe, das Ganze hat euch auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür natürlich unten einfach den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!